Niklas Dittberner fährt sofort zur Polizei, um dort etwas über den Aufenthaltsort des Bauunternehmers in Erfahrung zu bringen. Die finanzielle Situation seines Mandanten und dessen Handwerksbetriebs spitzt sich indessen weiter zu. Doch die Geldsorgen bleiben nicht das einzige Problem. Hey Mäuschen, Knautschko und ich wollen jetzt Mittag machen. Kommst du mit? Nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Vom Finanzamt kam wieder ein Schreiben. Bis Ende der Woche nicht die Summe, die sie fordern, reinbringen. Ja. Dann kommt der Gerichtsvollzieher. Die fänden was nicht nied- und nagelfest ist. Scheiße, ich weiß nicht, wie wir das zusammenkriegen sollen. Super. Aber sag mal, Essen? Wo sind eigentlich die 5 Stücken Sahnetorte hin? Aus dem Kühlschrank? Ja, du, wie soll ich denn dir das erklären? Ja, ich hatte heute Nacht Heißhunger. Heißhunger? 5 Stücken Sahnetorte. Ja. Was mit deiner Sommerfigur? Hast ja recht. Ja, komm, wir sehen uns später, ja? Ja. Guten Hunger. Dankeschön. Bis später. Tschüssi. Ciao. Jemand. Was ist das denn hier? Oh Gott. Hallo? Hallo! Gott! Wie kommen Sie denn hier rein? Seid ihr alle total verrückt geworden, oder was? Wie kommen Sie denn hier rein? Ja, Ihr Mann und der bescheuerte Kollege haben mich niedergeschlagen, haben mich hier eingesperrt. Mein Mann? Weil sie irgendwelches Geld von mir wollen. Wie bitte Geld? Ja, natürlich, Sie schulden uns auch Ihr Geld, aber wie kommen Sie denn hierher? Aber so können Sie es vergessen. Ich hole die Polizei und mach sie fertig. Oh, wegen Freiheitsberaubung, was haben die denn wegen getan? Körperverletzung und so weiter. Bitte gehen Sie nicht zur Polizei. Das werden wir ja noch sehen. Bitte nicht, bitte. Wie lange hat der Domschütz da schon gehockt? Ich verstehe das nicht. Sascha, der keiner Fliege was antun kann. Der hat ihn da festgehalten, ihn geschlagen. Ich glaube das alles nicht. Katrin ist vollkommen geschockt. Wird Alexander Domschütz Sascha nun anzeigen und ins Gefängnis bringen? Der Bauunternehmer eilt sofort nach Hause. Mensch, Alex, wo bist denn du gewesen? Ja, lass mich erst mal rein, mir ist kalt. Wie siehst du überhaupt aus? Was ist denn passiert mit dir? Ja, der Flacke und sein Gorilla, die haben mich entführt. Was? Oh Gott, entführt? Ja, zusammengeschlagen, in den Keller gesperrt. Ich hatte nicht mal Geld für ein Taxi und eine S-Bahn oder so. Und bin 2 Stunden durch die Stadt gelaufen. Ey, mir kam das gleich so komisch vor. Ich habe dich schon bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wie, du hast mich vermisst gemeldet? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, warte mal, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir geben der Polizei einen anonymen Hinweis, dass der Flake mich entführt hat. Und dann sollen die dem auf den Zahn fühlen. In der Zwischenzeit hauen wir mit der Schwarzkohle ab. Und wenn die denen in die Mangel nehmen, sitzen wir am Strand irgendwo, trinken Caipirinha und essen Kaviar. Schatz, du bist so genial. Ja, hättest du was anderes erwartet. Ich habe aber noch was zu erledigen. Und ich melde mich auf jeden Fall. Und unternehme nichts, bis ich wieder da bin. Tschüss. Okay. Also ich mache jetzt mit der Isabel sofort einen Abgang. Und während ich bei 35 Grad im Schatten sitze, sitzt der Flake total in der Scheiße. Wer weiß, vielleicht glaubt er die Polizei, dass er mich umgebracht hat oder gar irgendwo verscharrt. Sascha weiß nicht, dass seine Frau längst hinter sein Geheimnis gekommen ist. Er sucht immer noch händeringend nach einem Ausweg aus der schrecklichen Lage. Vergiss es. Ja, aber wie, du willst jetzt das dem Alten bringen? Ja, glaubst du, ich stelle mich in die Küche und brate im Schnitzel oder was? Das wäre Katrin sofort aufgefallen. Ich meine, hallo, ich kann ja noch nicht mal ein Ei kochen. Und abgesehen davon, auf die Torte hat sie mich auch schon angesprochen, wo die geblieben ist. Hey, wenn wir dir jetzt aber reingehen, gibst du dem nicht einfach die Torte? Dem sagst du dann einfach, pass mal auf, der kriegt die Torte, wenn der die Entführung hier vergessen hat. Ja? Und wenn wir die Kohle von dir bekommen. Ey, sag mal, willst du mich gerade rollen oder was? Wir haben ein ganz anderes Problem als dieses doofe Geld.
Ja, da sitzt ein Typ, wir wissen nicht, was wir mit dem anfangen sollen. Das war eine richtig dumme Idee. Wir hätten es gleich dem Anwalt überlassen sollen. Ja, die war doof. Aber jetzt ist es ja, wie es ist. Und wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, ist okay. Aber Katrin darf davon nichts erfahren. Oh, Scheiße. Oh. Hi, Schatz. Wir haben gerade über dich gesprochen und, ja. Katrin hat sofort ihren Anwalt verständigt. Ihr sperrt diesen Typen da ein? Wofür denn? Du landest im Knast, genauso wie du. Hallo. Hallo, Herr Dittberner. Sag mal, was Sie gemacht haben, das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Das war hochkriminell, Sie können doch nicht einen Menschen entführen. Ja, Moment, Moment. Das war nicht Sascha. Das war anders. Das war, ich war bei dem Alten und wollte mit dem reden. Ja. Von Mann zu Mann. Ja. Ihm das erklären. Er wurde aber dann immer lauter und lauter und dann hat er so eine Baseballkeule genommen und damit rumgewuchtelt. Dann habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, dann ist er hingefallen. Dann hat er geblutet. Dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Bringst du sofort mal in die Klinik, weil wir wollte das ja auch wirklich nicht. Ja, das war also bis dahin so weit, so gut. Und dann? Dann ist er wach geworden. Hat dann wieder angefangen, wirklich laut rumzuschreien und Polizei und gedroht und Angriff und dann war er wieder ruhig. War er wieder bewusstlos. Von alleine, ja? Soll ich sagen, das war alles zu viel für mich und ich wollte das alles ja auch gar nicht. Und dann habe ich halt überlegt, was ich machen kann und dann habe ich gesehen, dass die Kamera offen stand. Dann habe ich ihn mir geschnappt und hab den da geparkt und... Du willst mir erzählen, dass du von dem Ganzen überhaupt nichts wusstest? Dass du überhaupt nichts mitbekommen hast? Nee, ich weiß es doch selber erst seit gestern früh. Und warum redest du nicht mit mir? Warum redet ihr nicht mit mir? Ich reiß euch doch nicht den Kopf ab. Also pass auf, jetzt müssen wir alle mal versuchen, wirklich einen ruhigen Kopf zu bewahren, weil das Ganze kann wirklich verdammt gefährlich für sie werden, allen Ernstes. Also wenn das hier ganz schief läuft, dann geht das alles so in Richtung erpresserischer Menschenraub, wenn sie Pech haben. Ja? Wenn sie nicht beweisen können, dass die 30.000 Euro ihnen da zustehen, das wird mit 5 Jahren aufwärts bestraft. Und wenn es einigermaßen gut läuft, klar, das ist eine Freiheitsberaubung. Auch das, wissen Sie, trotzdem, das macht man nicht, es ist Schwachsinn. Vor allem ist es Schwachsinn, weil dieser Typ jetzt abgehauen ist. Ja, was sollen Sie dann jetzt vorschlagen? Also ich an Ihrer Stelle, ich würde dem zuvorkommen und ich würde ehrlich gesagt an Ihrer Stelle zur Polizei gehen, mich da stellen. Wirkt sich vielleicht strafmildernd aus. Aufmachen, Polizei! Ja, oder Sie kommen auch gleich zu uns. Also man sieht so einiges, aber das ist jetzt mal wieder so ein absoluter Härtefall, will ich mal sagen, weil die beiden haben sich da wirklich ganz schön was geleistet. Und die haben ein Riesenproblem. Also wir müssen jetzt wirklich beweisen, dass dieser Zahlungsanspruch besteht. Das ist ganz wichtig. Und zum Zweiten muss ich der Polizei und auch später dem Gericht gegenüber verkaufen können, dass da schlicht und ergreifend eine Kurzschlussreaktion von diesen beiden Männern war, die dann letzten Endes in einer Straftat geendet ist. Und das Ganze hat angefangen in einer Notfallsituation, aber es ist halt einfach eskaliert. Oh, Herr Kollege? Ja, hier. Ich habe eindeutiges Blut gefunden. Das werde ich jetzt zur Kriminaltechnik schicken, um den Abgleich mit der DNA von Herrn Domschitz zu vergleichen, ob das dasselbe Blut handelt, das wie war, was wir auf der Baustelle gefunden haben. Ja, gute Arbeit, Dennis. Weitermachen. Alles klar. Okay. So, das widerspricht ja nur wirklich der Version Ihres Mandanten, ne? Ein brutaler Überfall mit erheblicher Körperverletzung. Schließlich haben wir hier überall Blut. Und dann auch noch eine Entführung. Jetzt tun Sie mir mal einen Gefallen. Ups, erst haben wir ihn verkloppt und dann haben wir ihn entführt. Wie ist denn das passiert? Sowas macht man doch nicht aus Versehen. Nee. Also niemand hat gesagt, das wäre aus Versehen gewesen. Wir haben vorgetragen, Herr Knautschkult, bei meinem Mandant, dass die Sache nach und nach eskaliert ist. Ja? Die wollten Geld von ihm haben, was ihnen zusteht. Er hat sich zur Wehr gesetzt und so weiter und so fort. So ist das eskaliert. Und am Ende des Tages gab es hier eine Panikreaktion und der Mann ist eingesperrt worden. Das ist vorgetragen worden, dass es eine Körperverletzung gibt, vollkommen unstreitig. Wird ihn auch der Geschädigte bestätigen, wenn Sie ihn endlich mal befragen? Und wenn der mal die Wahrheit sagt? Ich würde den Herrn Domschütz ja sehr gerne befragen. Dann machen Sie es dann mal. Aber er ist ja leider spurlos verschwunden. Mein Mandant hat ihn nicht mehr in Gefangenschaft. Zu Hause war er noch nicht. Das haben wir gecheckt. So, Herr Anwalt. Ja. Wenn er wirklich auf freiem Fuß wäre, warum ist er dann nirgendwo aufgetaucht? Na, vielleicht, weil er absichtlich untertauchen will. Das ist ein Serienbetrüger, dem eine Menge Leute Geld abnehmen wollen. Der will nicht mehr hier sein. Was denken Sie denn? Wissen Sie, wie viel Gläubiger der hat? Und mal ganz ehrlich, diese anonyme Strafanzeige, von wem kommt die wohl?
Also von mir und meinem Mandanten bestimmt nicht, sondern von ihm. Er hat das angezeigt. Wer denn sonst? Das ist ein Lebenszeichen, verstehen Sie? Herr Dittberner, tun Sie mir einen Gefallen. Das sind doch nur wilde Spekulationen, die einzig dazu dienen, Ihren Mandanten zu schützen. Also, Lüttke, wir gehen jetzt rüber und konfrontieren die Beschuldigten mit den eindeutigen Indizien. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob die bei dieser albernen Version von einer zufälligen Entführung bleiben. Ja? Es sieht alles nach einer von langer Hand geplanten Freiheitsberaubung mit Körperverletzung aus. Sascha Flake und sein Komplize Frank Höhn hatten das Ziel, Alexander Domschütz zu entführen, um Geld zu erpressen. Nur scheint dabei etwas schiefgegangen zu sein. Denn das Entführungsopfer Alexander Domschütz ist seitdem spurlos verschwunden. So, meine Herren, das ist ja nun wirklich eine nette Geschichte mit der angeblich ungeplanten Entführung, ne? Aber die Indizien sprechen ja nun eine ganz andere Sprache. Alleine das ganze Blut, das die Spurensicherung hier und auf der Baustelle gefunden hat, widerspricht ja nun vollkommen ihrer harmlosen Schilderung. Das ist alles Humbug, oder? Also einen Moment, wenn ich da mal eben einhaken darf. Also das widerspricht in keinster Weise der Darstellung dieser beiden Männer. Die haben nämlich gesagt, es kam zu einer Auseinandersetzung, es ist Blut geflossen und genau das haben sie jetzt anhand der Spuren eben bestätigt bekommen. Das bestätigt den Tatsachenverlauf, den die beiden hier geschildert haben. Was wollen sie eigentlich? Das ist so eine reine Schutzbehauptung. Das ist also, Herr Flake, Herr Höhn, ich gebe Ihnen jetzt noch mal die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Wo haben Sie die Leiche von Domschütz hingebracht? Was für eine Leiche? Was ist eine Leiche? Ich habe Ihnen noch gesagt, ich habe Domschütz freigelassen. Er hat gelebt, als er aus diesem Keller rausgekommen ist. Sascha ist doch kein Mörder. Frau Flake, passen Sie genau auf, was Sie sagen. Lügen helfen Ihrem Mann überhaupt nicht. Und Ihnen selbst auch nicht. Ich lüge nicht. Herr Flake, Herr Höhn, Sie sind verdächtig der Entführung und der Tötung von Herrn Domschütz. Sie sind vorläufig festgenommen. Nehmt ihn so fest und führt sie ab. Komm. So, das ist ja nun der letzte Schwachsinn. Hören Sie mal, eine Sekunde mal. Also ich sage Ihnen das jetzt nur in Ihrem eigenen Interesse. Wenn Sie mit diesem Quatsch zur Staatsanwaltschaft gehen und denen sowas vortragen, Sie wollen Haftbefehl wegen Mordverdacht haben, ohne Leiche, dann blamieren Sie sich. Sagen Sie mal, diese beiden Männer haben zugegeben, dass sie diesen Kerl entführt haben, ja? Sprich, eingesperrt haben. Entführt haben? Eine Sekunde, ich rede gerade, eine Sekunde. Würden die das zugeben, wenn die ihn um die Ecke gebracht hätten? Herr Dittberner, ja. Jeder Ermittlungsrichter wird U-Haft verhängen, nein, solange wir Domschütz nicht gefunden haben. Das tot ist Quatsch. Oder lebendig. Ich muss aufs Revier. Ich glaub das nicht. Also dieser Mordvorwurf, der ist natürlich wirklich an Haaren herbeigezogen, aber ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir trotzdem Herrn Domschütz erstmal finden und ich werde in dem Zusammenhang einen Privatermittler auf ihn ansetzen. Und dann können wir geradewegs unsere Unschuld beweisen, obwohl das nicht gerade unsere Aufgabe ist. Niklas Dittberner hat einen Privatdetektiv engagiert, um die Unschuld seines Mandanten Sascha Flake zu beweisen. Denn der Handwerker wird verdächtigt, den verschwundenen Bauunternehmer Alexander Domschütz umgebracht zu haben. Der Jurist vermutet jedoch, dass sich der Unternehmer aus dem Staub machen will. Schließlich hat er viel Geld unterschlagen. Dittberner? Ja, hallo. Da Dittberner, Thomas Grünert hier. Hallo, haben Sie etwa schon was Neues für mich? Ja. Und zwar hat so recht mit Ihrer Vermutung, also der Domschütz will sich absetzen. Ah, wo haben Sie den feinen Herrn denn gefunden? Nee, ihn habe ich selber noch nicht im Visier, aber seine Frau hat die Koffer gepackt, packt die gerade ins Auto und will jetzt vermutlich losfahren. Ich bin mir also sicher, dass sie ihn gleich treffen wird, Ihren Mann. Okay, Sie bleiben an der dran, bis klar ist, wo die sich mit Ihrem Mann treffen will und dann rufen Sie mich wieder an, ja? Alles klar, so machen wir. Ich melde mich wieder, sobald ich weiß, wo die Reise hingeht. Okay, bis dann. Danke, bis gleich. Der erfahrene Privatermittler muss Alexander Domschütz finden, bevor er endgültig untertaucht. Er folgt der Unternehmergattin quer durch die Stadt. Für Niklas Dittberner und seinen Mandanten geht es nun nicht mehr länger nur um die 30.000 Euro, die Alexander Domschütz dem Familienbetrieb von Sascha Flake schuldet. Es geht um die bloße Existenz und die Zukunft des 39-jährigen Handwerkers. Die Ehefrau des Bauunternehmers führt den Detektiv direkt zur Baustelle. Hallo? Herr Dittberner? Ja. Hallo.
Grünrad hier. Also die hat mich jetzt bis direkt zur Baustelle von ihrem Mann geführt. Da. Okay, pass auf, ich komme da jetzt auch gleich hin und ich informiere die Polizei. Ja? Ich vermute, dass Frau Domschütz sich mit Herrn Domschütz trifft, weil die gemeinsam abtauchen wollen, okay? Genauso sehe ich es auch. Also ich gehe rein, bleib dran und guck, ob der Mann auch wirklich hier ist, wa? Ich melde mich wieder. Alles klar. Okay, wunderbar. Ciao. Bis dann. Wird der Detektiv den Unternehmer hier finden? Er folgt Isabel Domschütz bis ins Obergeschoss. Die Unternehmergattin hat es offensichtlich sehr eilig. Alex? Alex! Ja, hier hinten. Na, endlich, wo warst du denn die ganze Zeit? Was denkst du denn? Ich hab gepackt. Okay, hast du das Auto vollgetankt? Ja, na klar. Sind die Pässe dabei? Oh, ja. Ist sonst alles gelaufen? Hab alles gepackt. Und ist dir jemand gefolgt? Was, denkst du nicht, das hätte ich gemerkt? Außerdem, ich weiß gar nicht, was du dir Sorgen machst. Ich meine, die Polizei denkt doch sowieso, dass Flak und sein Komplize dich entführt und zusammengeschlagen und eingesperrt haben, oder nicht? Und, hast du das Geld? Natürlich, warte, ich hab's versteckt. Das hab ich die ganze Zeit hier gehabt. Was ist es denn? Zeig mal her. Zeig her. Hier, da. Oh, Schatz, du bist ein Genie, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Was anderes erwartet. Scheiße! Hörst du das nicht? Polizei, dir ist niemand gefolgt? Mir ist niemand gefolgt. Na gut, dann müssen wir aber jetzt nichts wie weg hier. Oh, da lang. Los, lauf! Ah, jetzt komm schon! Nix wie weg hier! Los jetzt. Fahr schon los. Ey, wer ist denn das? Fahr den Idioten um, der soll weg. Das kann ich machen. Fahr den Typ um, warte. Mann, das kann ich doch nicht machen. Soll ich im Knast landen oder was? Ich kann ihn doch nicht umfahren, Mann. Jetzt fahr den schon um. Ich kann sie wirklich nicht machen, weil das wäre ein Mord. Wo kommt denn er? Oder? Das machen wir. Wo kommt denn er her? Schluss hier, die Reise ist beendet. Was ist denn hier los? Boah. Drei Monate später. Aufgrund des vorhergehenden Betrugs von Alexander Domschütz wurde Sascha Flake wegen Freiheitsberaubung lediglich zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Knautschke muss sich zudem wegen Körperverletzung verantworten und 8.000 Euro Strafe zahlen. Dank der Unterstützung von Niklas Dittberner sind die beiden Männer glimpflich davongekommen. Doch dem Handwerksbetrieb droht immer noch die Pleite. Hey Schatz, was machst du denn? Schau mal, das kam gerade vom Finanzamt. Wenn ich schon innerhalb wieder von 7 Tagen zahlen, kann man Insolvenz anmelden. Ja, mein Gott, was soll ich denn noch alles machen? Jetzt war ich schon nebenan bei der Kaschinski, hab deren Boiler repariert. Ich meine, 128 Euro und Mehrwertsteuer dazu ist zwar nicht die Welt, aber was soll ich noch machen? Es reicht nicht. Ja. Hallo, Herr Dittberner. Na? Hallo. Alles gut? Nee, alles andere als gut. Ja? Ja, bekommen halt immer noch Briefe vom Finanzamt, das ist ja auch normal. Und ist normal, ja. Ja, so wie es aussieht, können wir zumachen. Ne? 4.800 Euro. Mhm. Tja, die wollen Geld. Ja. Aber wissen Sie was? Da komme ich genau richtig, weil die beschlagnahmten Gelder, die sind freigegeben worden. Und für Sie sind da sage und schreibe 24. Wow! Euro. Ja! Das ist unglaublich! Danke! Ist das unglaublich?
Ehrlich, wir sind gerettet. Wir müssen nicht zumachen. Das ist Wahnsinn. Und das, obwohl ihr so eine Scheiße gebracht habt. Ja, ist Entschuldigung. Ganz ohne Geiselnahme. Ja, ich werde den Knautschke auch nicht mehr mit zu irgendwelchen Auftraggebern nehmen. Und er hat ja auch ein schlechtes Gewissen, gar keine Frage. Ein bisschen nachvollziehbar. Ja, na klar. Ich finde, das muss man feiern. Ja, klar. Ich bin für Feiern würde ich mal gut zu haben. Ich bin so froh, dass die Insolvenz uns erspart bleibt. Denn abgesehen davon, die Firma ist unsere Existenz. Mein Vater hat diese gegründet. Und es wäre schrecklich, wenn ich die in Sand gesetzt hätte. Endlich ist der Horror vorbei und wir können neu durchstarten. Aber den Knautschke, den behalte ich im Auge. Im Laufe der Ermittlungen gegen Alexander Domschütz haben sich noch weitere Geschädigte gemeldet. Aufgrund dessen haben der Bauunternehmer und seine Frau wegen schweren Betrugs in mehreren Fällen eine 6-jährige Haftstrafe erhalten. Sascha und Katrin sind Niklas Dittberner sehr dankbar. Sie können endlich wieder positiv in die Zukunft sehen.